Nochmal mittendrin Frage. Also das Bein einschlafen beim Sitzen ist erstmal nicht schlimm, passiert jedem mal. Abgeknifter Nerv. Aber dann auch wieder üblich, ne? Freundlich, aufmerksam und gelassen dahin gehen und lernen, mehr zu sitzen, dass es nicht mehr einschläft in Zukunft. Das kann einem ja auch, wenn man die Beine überschränkt hat, im normalen Stuhl sitzen, auch einmal passieren, dass es halt wirklich einschläft. Also immer mehr darauf achten, dass das nicht passiert, ist es aber meines Wissens nicht schlimm. Bloß jetzt in Bezug auf Körperwahrnehmung gehört das mit auch zum Lernen, was bedingt den Fluss von Blut, Lymphe, Nerven. Wir müssen nicht mit Qi anfangen, das kommt eh viel später und da muss man eh dann ewig lange rumsitzen, um das zu fühlen und nicht zu visualisieren. Anderes Thema. Also erstmal nicht schlimm, in Zukunft lernen zu sitzen, dass es einem nicht einschläft. Deswegen auch, man muss hier nicht so auf der Erde sitzen. Ne? Also wenn man gewohnt ist, auf dem Stuhl zu sitzen, muss ich mir nicht zum Meditieren jetzt dieses angewöhnen. Das ist Unsinn, das ist eine zusätzliche Hürde. Ne? Also ein zusätzliches Problem, was ich mir schaffe. Erstmal auf dem Stuhl. Es geht darum, Körper und Geist zur Ruhe kommen zu lassen und nicht irgendwelche abstrusen Rituale einzuüben. Wenn man das gerne mag, ist das gut. Ein bisschen mehr Kontakt zur Erde.